Höret, höret, wir erjagen heute zwei Barioten. Und dieser Auftrag wird uns erteilt von einem Truppenhauptmann. Es war ein Albtraum, der weiße Dämon der Tundra. Es waren zwei. Unsere Truppen wurden vernichtet, nur ein Mann kehrte zurück. Ich, meine Schuld, unerträglich, übe Rache und töte die Monster. Nö, ich gehe lieber und schau mir dieses Schiff an. Verdammt, jetzt wollte ich auf den epischen Ozean hinausblicken und dann, ja, toll. Super. Na gut, dann starten wir einfach mal die Mission und... Nein, ich will nicht abbrechen. Ja, und los geht's. Ich verschweige jetzt auch einfach mal, dass es jetzt schon der dritte Versuch ist. Ja. Gerade eben bin ich irgendweswegen am Ende immer verreckt. Ich weiß nicht warum. Es lag aber nicht an der Zeit. Wenn ich mir richtig erinnere. Ich weiß nicht mehr. Wow, 5 Minuten her und ich habe schon wieder alles vergessen. Und jetzt erinnere ich mich wieder, dass ich am Anfang und am Ende der... Also am Anfang der ersten Aufnahme und am Ende der zweiten Aufnahme gesagt hatte, dass ich eigentlich schon längst aufs Klo muss. Schön. Nicht. Na gut, dann halten wir uns mal ran. So. Hier ist nix. Gut, dann schlucken wir erstmal ein Heißgetränk. Wer es auch sieht, ich habe mir mal extra ein paar andere Sachen noch eingepackt. Hier haben wir einen Maxi-Trank und da den uralten Trank, wie man sehen kann. Ist ein sehr geiles Gesöff. Mit dem kriegen wir direkt volle Ausdauer und volles Leben. Also sprich maximal. Also wirklich maximal. Das heißt, es wird nicht nur aufgefüllt, sondern es wird bis zu den 100%, also bis zu den 150%, ja, vollgemacht, sozusagen. Sprich, da haben wir direkt von Anfang an wieder oben diese Leiste. Die da. Nur von einem Schluck. Unglaublich, oder? Finde ich schon. So, Bariot, kommst du mal? Oder einer von euch beiden. Fände ich cool. Please. Wo laufe ich denn hin? Er kommt nicht. Er mag mich nicht mehr. Nur weil ich ihn das letzte Mal getötet habe. Und seinen Kumpel nicht. Ah, da ist er! Verball! Go! Ja, so, Mann! Ey, lass das. Minogosta. Hey, lass mich in Ruhe. Ihr habt ja nichts getan. Ich hab ihn nur auf die Finger gehauen. Vielleicht auch auf den Schwanz. Aua, jetzt hör mal auf. Das tut weh. Will nicht mehr. Also ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen übermütiger, weil ich jetzt weiß, dass ich auch mal sterben kann und dann trotzdem noch volles Leben habe. Das ist wirklich sehr beruhigend. Und Chacha macht gerade gut mit, von daher. Hey, jetzt bleib hier, Bariot, bleib hier. Ich mag dich. Wirklich. Alter, was war das für ein Sprung? Und was war das für ein Sprung, Elvis? Aua. Ich weiß so langsam auch nicht mehr, was ich noch sagen soll, weil ich eigentlich die letzten zwei Parts, sprich die letzten 90 Minuten, eigentlich alle schon gebrabbelt habe. Die will mich nicht wiederholen. Wobei die Chancen jetzt gerade am Anfang relativ gering sind, dass ich mich wiederhole von dem, was ich vorher schon gesagt habe. Läuft! Hey! Warum hat er mich getroffen? Ich weiß es nicht. Das ist gemein. Ich will nicht mehr. Nein. Kann mich mal jemand hauen? Jemand, der nicht der Bariot ist und mich direkt jetzt mit einem Schlag töten würde, wenn ich... Sehr sch... Och, komm. Autsch. Ja, ich bin wach. Danke, Bariot. Genial, er hat mich nicht direkt umgebracht. Alter. Überhaupt nicht knapp. Nein. Waffe nachladen.
Das hätte mich jetzt wirklich sehr an den letzten Part erinnert. Da war ich auch nach 5 Minuten tot. Ich kann es mir nicht erklären. Oh, was haben wir denn da? Ein Gigi. Genau, Cha-Cha, Haus tot. Go, Cha-Cha. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Ja, das machst du sehr gut. Komm schon, noch ein Schlag. Go. Du machst ihn tot. Ja, sehr gut, Cha-Cha. Los. Hau weiter drauf. Ich helfe auch. Niemand greift meinen Freund Cha-Cha an. Yes. Getötet. Ja. Wir sind die besten Monster Hunter. Und da ist der zweite Bariot. Ich höre ihn genau. Ich hau ab. Oh, er sieht uns nicht. Jui! Ja, bleib genau so. Bleib genau so. Bleib genau so! Aua! Ich sagte, du sollst genau so bleiben. Das heißt, nicht bewegen. Und ich verstehe nicht, wie dieser Angriff mich so treffen kann, dass ich dann so wegfliege. Naja, Physik in diesem Spiel, das muss mir sowieso noch jemand erklären. Okay. Greift er mich an? Greift er mich nicht an? Ich weiß es nicht. Trank! Perfekt. Wohin geht er? Dahin. Und macht einen Rundumschlag. Ich hatte bis zum letzten Part auch noch nicht gesehen, dass er das überhaupt kann. Von daher, ich habe, denke ich jetzt, durchaus ein bisschen was dazugelernt durch die letzten 2 Kämpfe gegen 2 Barioten. Über Barioten. Und ich weiß nicht, was der Plural von Bariot ist. Aua. Ah, ich bin überrascht, wie gut ich gerade ausgewichen bin. Unter dem einen ersten Schwanzschlag. Und wie ich jetzt über den zweiten drüber gesprungen bin. Unglaublich. Elvis, du bist ein Wunderkind. Und im vorletzten Part hatte ich noch definitiv gesagt, wie froh ich bin, dass ich nicht Elvis bin. Obwohl, ich wäre stärker als Elvis und geschickter und alles, aber ich würde nach einem Schlag wahrscheinlich sterben. Und natürlich, jetzt kommt noch der zweite. Aber der, nee, der erste haut ab. Nee, doch, der erste haut ab. Du, da komm mal kurz her. Guck mal, Farbball. Juhu! Perfekt, ausgewichen. Der fliegt genau hier hin, ich weiß es. Ist das schön, wenn man schon alles weiß. Und ich muss euch jetzt wieder diesen einen Trick verraten, den ich die letzten 2 Parts schon erwähnt hatte. Beziehungsweise bei dem ersten Versuch rausgefunden habe und im zweiten Part nochmal erwähnt hatte. Warum fliegt er jetzt nach da? Verdammt. Na gut, warten wir ein bisschen. Kann man das hier eigentlich auch machen? Das würde mich jetzt interessieren. Nein, das funktioniert hier nicht. Weswegen auch immer. Na komm, lande. Komm, komm, komm. Keine falsche Scheu. Nein! Oh, okay, also nochmal zur Erinnerung. Das macht er jedes Mal, wenn wir in die Map reinkommen und er uns sieht. Also er springt uns direkt an und wir sind eigentlich schon so gut wie halb tot. Und dafür haben die Entwickler einen Trick eingebaut, dass das nicht passiert. Aber das hat auf dieser Map irgendwie nicht geklappt. Das klappt irgendwie nur, wenn er von 1 nach 2 fliegt. Anders nicht. Lange mal kurz in Ruhe, Trank schlürfen. Nice. Okay. Was machst du da? Nein! Ich weiß zwar nicht, was er macht und wohin er springt, aber Hauptsache ausweichen. Was war das? Ach, das war ein Gegner. Verdammt, und jetzt gerade ist die Sonneneinstrahlung direkt so, dass es durch den Schlitz direkt mir in die Augen scheint. Und jetzt habe ich gerade wieder Schleim im Hals. Das ist wirklich unangenehm. Märchen. Aber naja, könnte schlimmer sein. Ich könnte ja wirklich total Stimmversagen haben. Oder sonst was. Keine Ahnung. Ja.
whatever. Was machst du? Elvis! Nicht cool! Ach, du hast deine Waffe nachgeladen. Na gut, darfst du. Solange du nicht getroffen wurdest, das ist in Ordnung. Ausweichen! Schnell! Ausweichen! Es ist was abgebrochen. Ich weiß noch nicht was, aber... Ja. Okay, er hat uns getroffen. Wir sind weg. Vielleicht sind wir auch einfach tot. Nein, 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 nein. Ich bin mal kurz hier drüben. Lasst mich in Ruhe. Der greift uns jetzt aber nicht an, oder? Ich beeil mich lieber. Komm, noch ein Trank. Perfekt. Habe ich noch eine Ration? Ja, dann mach ich die auch noch leer. Okay, gut. Dann kann ich ja wieder rein. Danke, Bariot, dass du mich nicht angegriffen hast. Finde ich korrekt von dir. Nein! Nicht brüllen! Er hat so laut gebrüllt, dass es von der Decke rieselt. Ich hab's genau gesehen. Und warum ist er immer so verdammt schnell? Und das nächste Mal, wenn ich ein bisschen Zeit habe, mache ich den Roller runter. Das nervt gerade wirklich gerade echt extrem. Was kommt davon, wenn man nicht nichts aufnimmt? Ausweichen! Ausweichen! Perfekt. Er hat Shutter getroffen. Nein. Juhu, der Wärmeeffekt ist vorbei. Ja, das wollte ich doch. Wie rolle ich mich nochmal? Ach genau, mit B. Cha-cha, hau schneller. Mama! Yes! Flieg, Elvis! Yes! Meister auf Flieger. Heiß Getränk. Yes! Und jetzt hast du noch genügend Zeit für den Wettstein. Perfekt. So, aber wo fliegst du hin? Was für Schwierigkeiten willst du mir bereiten? Fliegst du pflegeweise nach 3? Das wäre praktisch. Na komm schon, flieg nach 3. Flieg nach 3. Komm, flieg nach 3. Nö, nach 2 natürlich. Ach nee, das ist 3. Aber da ist der andere. Verdammt, warum habe ich das gesagt? Ich würde gerne, dass der andere abhaut. Okay, er ist gelandet. Und der Fahrball ist ab. Natürlich, natürlich. Was sonst? Dich hab ich, brauch dich da hinten. Tut mir leid, kein Interesse. Du da, einmal Fahrball! Action! Und jetzt bin ich weg. Auf Wiedersehen! Ich glaube, den mach ich mal kurz platt. Paper! Paper! Tot. Kleines, komm her. Ach nee, ich lass dich leben. Was Chacha allerdings macht, ist, weiß ich nicht. Ne, bleib liegen. Ich sagte, bleib liegen. Schön die Achillesferse durchtrennt. Alter. Es ist wirklich mies. So, ich hoffe, ich habe jetzt überhaupt nicht auf den Radar geachtet. Ich hoffe einfach, das ist der Verletzte. Ich hab keine Ahnung. Hatte ich schon irgendwas von dem abgeschlagen? Ich glaube nicht. Ich gucke mir mal kurz den anderen an. Ich habe ja Zeit und ich weiß, wo beide sind. Noch. So, du da. Bist du kaputt? Hast du irgendwas? Kann ich dir was tun? Was Schlimmes? Ja, den habe ich angegriffen. Sehr schön. Aua! Auf damit! Aua! Auf damit! Misana! Aua! Jetzt reicht's aber langsam wirklich mal! Nein, 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 so hat er mich jedes Mal das letzte Mal umgebracht. Immer einmal verwirrt und dann war ich plötzlich tot. Ausweichen! Ausweichen! Nein! Nicht betäubt sein! Nein, 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 nein! Megatrank!
Normaler Trank. Nein, vielleicht doch besser ausweichen. Normaler Trank. Yes. Ich lebe. Die Frage ist, wie lange noch? Na, komm. Nein. Ausweichen. Gut, er hat Cha-Cha getroffen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warum kann ich eigentlich momentan so oft draufhauen? Das irritiert mich. Das ist nicht normal. Cha-Cha, opfer dich doch nicht immer. Genau deswegen stirbst du die ganze Zeit. Nicht so wie ich. Aua. Reicht aber mal. Na, tut doch weh. Ultra! Okay, den Move kannte ich schon, aber er hat mich trotzdem... Nee, nee. Er hat mich trotzdem verwirrt. Megatrank. Normaler Trank. Noch ein normaler Trank. Nee, Moment, erst ausweichen. Hopp. Ach, ich liebe diesen Move. Nein, halt mal kurz Abstand. Danke, Cha-Cha. Hau mich kurz. Bitte! Ja, das hat ja gut geklappt. Von einer Kralle mitgenommen. Und direkt wieder ein Drittel Leben weg. Ja, so mag ich meinen Bariot. Hör mal auf zu ragen. Junge, komm zurück hier in die Mitte der Arena. Und lass mir mal kurz einen Trank schlürfen. Danke. Genau hier hin. Hopp. Guck mal, ich bin direkt in deinen Kopf geflogen. Weil ich fliegen kann. Fliegst du weg oder? Nee, du greifst weiter an. Eieieiei. Also diese Bariotte sind wirklich eine Nummer für sich. Noch 20 Minuten. Das heißt, er ist hoffentlich bald fangbereit. Ja, ich mache das an der Zeit fest, weil ich ungefähr immer gleich drauf prügel. Yes! Zahnhauer kaputt! Geile Scheiße! Nein, nicht gut, nicht gut! Nicht gut! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Alter! Und ich überlege noch, sollte ich vielleicht rollen? Nee, denkt er sich. Verdammt! Nein. Diese Freude, die sich gerade in meinem Körper ausbreitet, sie ist unbeschreiblich. Überhaupt nicht vorhanden. Okay. Na gut, dass ich vorbereitet bin. Schnabulier erstmal ein Heißgetränk. Dann hau dir noch ein Steak rein. Dann noch ein Maxi-Trank. So, und schon ist unser Ilvis wieder fit. Ich werde mir erstmal den uralten Trank noch ein bisschen aufsparen. Wenn ich den nicht zwingend brauche, dann werde ich ihn nicht einsetzen. Die Maxi-Tränke kann man nämlich wesentlich leichter herstellen und... Na gut, wir haben Steaks ja mittlerweile immer dabei. Von daher sollte eigentlich nicht da das Problem sein. Okay, was für einen Buff habe ich bekommen? Bariot untypisch, er fliegt weg. Und wetten, der Farbball geht ab, das hatte ich in den letzten beiden Aufnahmen. Komm, Farbball geht nicht ab. Unglaublich. Damit hätte ich nicht gerechnet. Farbball, ausgerüstet. Ist der andere noch da? Ja, natürlich. Er fliegt weg. Ist okay, komm, ich bin klar. Tech Team. Ja, ich bin fertig. Okay, kannst weitermachen. Autsch. Das passt ja. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Autsch. Ach du deinen Ohren, Bill.
Knappes Ding, knappes Ding. Immer nach vorne ausweichen, das hilft. Diese Theorie habe ich gerade erst aufgestellt, von daher kann sie falsch sein. Ich übernehme keine Haftung für irgendwelche Schäden, die dabei aufkommen. Juhu, ich bin... keine Ahnung. Geile Scheiße. Wieso wurde ich nicht getroffen? Nicht, dass ich mich beschwere, aber... Juhu, ich hab ihn. Genau wie der. Na, so ähnlich zumindest. Autsch. Ja, so ganz ähnlich. So, mal kurz Waffe wegstecken. Schon mal die Heiltränke ausrüsten. Nicht, dass ich es nötig hätte, aber sicher ist sicher. Komm schon! Geh! Down! Nee. Warum gehst du nicht down? Ich will, dass du down gehst. Okay, dann einmal Trank schlürfen und, wie ist das eigentlich, wenn man hier in der Hocke ist und eigentlich nichts machen kann? Na gut, dann wird man halt direkt weiter geportet. Ist okay, akzeptiere ich. So, mit welcher Falle fange ich den denn jetzt? Ich würde sagen, der Fallgrube. Weil es erniedrigend ist. Für einen Barioten. Der hat mich aber jetzt nicht gesehen. Nein, hat er nicht. Na gut. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Aber der hinkt definitiv, oder? Jupp, der krepiert. Alles klar. Und er legt sich schlafen. Und jetzt verwende ich den gleichen Grafik-Glitch-Teil-Zeug, den ich auch die letzten paar Male angewendet habe, falls ich dahin komme. Ja, genau hier muss meine Falle hin. That's my Falle. Tut mir leid, falls ihr Epilepsie habt. Aber beruhigt euch, ich hab sie auch. Und so ist der erste gefangen. Juhu! Das läuft ja richtig gut. Wir sind nur einmal gestorben. Einmal gestorben. Gut, jetzt aber ranhalten. Wir haben noch 25 Minuten. Ach du Scheiße, das wird knapp. Nicht gut, nicht gut. Den anderen haben wir noch gar nicht geschlagen, glaube ich. Doof. Also noch genau die Hälfte der Zeit. Nicht gut. Also es wird wirklich ein Sekundenkampf gegen Ende. Ich sollte aufhören, Chacha zuzuschauen, wenn er irgendwelche Monster platt macht oder sonst irgendwas macht. Generell. Das Gute ist, ich muss mir keine Gedanken machen, dass der andere jetzt, also dass ein zweiter Bariot auftaucht und mich hindert, irgendwas zu machen. Wo ist denn der? Hallo? Bariot? Bist du hier? Wo ist der? Nee, das ist ein Paper. Bist du da? Na. Wo zur Hölle bist du, Bariot? Ich suche dich. Komm bald, sonst bist du tot. Nee, sonst sterb ich. Verdammt. Wie ich suchen liebe. Versteck spielen mit einem Bariot. Bist du hier? Na? Nein. Oh, wie schade. Dann gehe ich mal hier entlang. Vielleicht bist du ja hier. Oh ja, hier bist du. Bariot, komm her. Ich will dich verballieren. Zwei Treffer. Juhu. Das sind zwei Treffer mehr, als wie ich bei den letzten machen konnte. Wow, 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 knappes Ding. So. Ich weiß zwar nicht, wie ich da drunter durchgeglitscht bin, aber ich akzeptiere es. Einfach so. Nein, warum wurde ich getroffen? Autsch. Die schlauste Aktion ever.
Naja, ja, okay. Bei den letzten Malen war ich auch sehr schlau. Von daher gleicht sich, würde ich sagen, aus. Oder nee, Schlauität gleicht sich eigentlich nicht aus. Was sage ich da? Nein! Fusa! Beruhig dich mal, Bariot. Warum bin ich gerade so langsam? Ich verstehe es nicht. Egal, Megatank. Perfekt. Warum habe ich Wasserschaden oder so? Nee, warum habe ich... Achso, ja, das ist Eis. Ich akzeptiere es. Okay. So, Elvis, jetzt reicht's aber langsam mal. Du kannst deinen Eisschaden wegnehmen. Nein! Nee, aber ernsthaft, das reicht langsam. Komm schon, fall um. Fall um. Fall. Na, natürlich brüllt er erst. Das heißt, wir haben schon mal die Hälfte geschafft. Ist auch gut. Okay, der ist gerade weggesprungen. Ich hatte mich gerade gewundert, wo der hin ist. Nup. Nein! Elvis, was tust du? That's not how you monster hunt. Ich glaube, das war der bisher höchste Flug, den Elvis hatte. Direkt nachdem er über den Schweif von Bariot geflogen ist. Ich glaube, ich werde nur mal einen Zusammencut aus den ganzen Kämpfen gegen den hier machen. Oder gegen die Bariotze. Da waren nämlich schon ein paar lustige Stellen dabei, muss ich sagen. Lauf! Für Herr. Geplant. Alles geplant. Autsch. Ja, das war auch geplant. Das war dafür, dass ich jetzt... Keine Ahnung. Mann, komm doch endlich mal runter. Das wird dafür gut, dass ich jetzt aus dem Screen gekickt werde. Genau. Aua. Ich glaube, ich werde gleich wirklich aus dem Screen gekickt. Nein, 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 nein. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Tschüss, Bariot. Ich hab dich lieb. Oder auch nicht. Ach ja, Chacha, mach du mal erst. Steak, lecker. Uralter Trank, lecker. Maxi-Trank, lecker. Brauche ich aber alles nicht. Direkt noch ein Tanz. Wow, Chacha, was los? Doppelheilung. Juhu. Wärmeeffekt vorbei. Schlecht. Heißgetränk. Und damit hat sich das wieder. So. Oh, wie süß er da rumsteht und nichts macht. Kamera, bitte? Nass, momentan, jetzt komm endlich in die Gänge, Elvis. Das ist nicht in die Gänge kommen. Das ist angegriffen werden. Auch wenn ich es nicht sehe. Wie du angegriffen wirst, meine ich. Alter, was ist los, Chacha? Warum? Ach nee, du wurdest nicht getroffen. Ich dachte gerade, der Tanz wäre unterbrochen gewesen. Warum tanzt du jetzt gerade ständig? Die Heilung ist durchgekommen. Ultimativer Ausweicher. Komm schon! Warum komme ich noch durch? What fuck? Ach, weil ich gerade im Großschwert-Modus bin. Natürlich, das macht Sinn, das macht Sinn, das macht Sinn. Vielleicht, glaube ich, weiß nicht. So, nachladen. Wetzstein, Wetzstein. Papa ist noch drauf, sehr gut. Soll ich aber auch nochmal nachwerfen, feiern. Wohin willst du? Na, komm. Sag an. Na gut, dann flieg halt nach 6. Ist in Ordnung, komme ich mit klar. Also so langsam kenne ich die Karte auswendig, so oft wie ich die Mission jetzt schon gemacht habe.
Das ist kein Problem mehr. Oder ist das 6? Ah, das ist 7. Verdammt. Ich sag nix. Ich meine, klar wusste ich, dass es 7 ist und nicht 6. Ich wollte euch nur verwirren. Ha, ausgewichen. Vielleicht sollte ich auch nochmal kurz eine Bratenpause machen. Bin mir gerade nicht sicher. Tschüss. Ah, leckeres Steak. Nom 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 nom. Lecker. Lohnt sich schon ein Megatrank? Eigentlich nicht. Von daher, Geronimo! Hallo, Bariot. Ach, Mann. Ich dachte, ich krieg ihn noch. Ja, ich krieg ihn noch. Irgendwann. Ausweichen! Das hat nicht geklappt. Ich frag mich auch, wie das hätte klappen sollen, aber na gut. Seitlich! Seitlich! Wow. Buggy, geht's dir gut? Na gut. Warte, ich kümmere mich um dich. Aua! Vielleicht auch nicht. Das ist gerade ein bisschen gefährlich. Nein! Ach, du wirst mich nicht aufhalten, diesen Buggy zu heilen. Ich rette dich. Na, hat nicht geklappt. Er ist leider gestorben. Au, und ich sterbe auch gleich. Ich sollte mehr auf mein eigenes Leben achten. Ist vielleicht hilfreich. Und keine Späßchen machen. Nein. Gut ausgewichen, Elvis. Immer schön auf die Fersen. Nein! Gut. Sehr gut ausgewichen, Elvis. Wieder die einfach nur platt macht. Das ist Hammer. Aua. Ich muss weg, 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 ich muss weg. Lass mich. Ich muss weg. Nein! Danke, ciao, ciao. Okay, bist du gleich fertig oder brauchst du noch? Hey! Ich dachte, ich wäre ja sicher. Okay, ich bin auch sicher. Wehe, ich verlasse jetzt den Screen, indem ich nach vorne schlage. Okay, vielleicht werde ich auch einfach nur rausgeschlagen. Na gut, dann ist es der perfekte Zeitpunkt, um nicht den Part zu beenden, sondern um einen Trank zu trinken. Ach ja. Und die Ruhe genießen, diese Tundra ausstrahlt. Einfach mal das Geplänkel vom Let's Player ignorieren. Und dieser fröhlichen Musik lauschen. Nee. Na gut, dann machen wir uns mal wieder ran. Unser Jägerkumpane wird gefragt. Also ich meine, Chacha. Ich meine, Elvis würde das ja nie schaffen, den Barrier zu erlegen. Das wäre ja voll abwegig. Huhu, knapp. Jetzt triff doch! Ernsthaft? Geil! Genau. Ich bezweifle zwar schon, dass er genug geschwächt ist, aber... Was soll's? Sind schon mal zwei Fahrbälle drauf. Der wohnt da drin. Yes! Nein, er ist ausgebrochen. Ich hätte nicht sagen sollen. Okay, dann lad halt nach. Und flieg weg. Ist okay. Hab ich nichts dagegen. Aber genug geschwächt ist er auf keinen Fall. Hab ich schon einen neuen Fahrball drauf gemacht. Wird der Farbball jetzt verschwinden? Das alles und noch viel mehr sehen wir nicht im nächsten Part, weil es in einen durchgeht, verdammte Hacke. Ich müsste sagen, dann wirklich aufs Klo. Er geht auf 6. Und jetzt ist der Farbball ab. Perfekt. Ich muss mal kurz hier durch. Tut mir leid. Na. Psst. Ganz ruhig, Leute. Wo bleibt er? Bariot!
Junge, wo bleibst du? Junge! Ich warte jetzt, bis der da ist. Nee, ernsthaft, wo ist der? Der ist doch in diese Richtung geflogen. What the fuck? Meine Augen trügen mich doch nicht so sehr. Oder vielleicht doch. Ich sollte mal wieder zum Augenarzt. Ich habe doch gesehen, dass er in die Richtung geflogen ist. Was los? Oder ist er direkt weiter nach hier? Oder nach 1? Oder nach 2? Oder nach 3? Oder nach 5? Oder was weiß ich wohin? Na komm, Cha-Cha, tanz schneller, ich habe keine Zeit. Danke. So, 7 wieder. Ist er zurückgeflogen? Nein, natürlich nicht. Okay, dann gehen wir nach 2 und dann nach 1, dann nach 3, dann nach 4, dann nach 7, dann nach 6, dann nach... Ach Mann! Das ist gerade richtig doof. Aber dass das immer passieren muss, wenn der gerade wegfliegt, das ist so zum Kotzen. Das passiert immer beim Bariot. Immer. Oh nein, er ist hier. Er greift mich gleich an. Ich finde es auch extrem cool, dass er so Zwischenlandeflächen hat. Das hat keiner von den anderen Mobs. Oder Gegnern, wie auch immer, wie ihr es bezeichnen wollt. Komm, lande. Fahrball! Getroffen. Alter, mein Fahrball wurde gestohlen. Herr Bariot, kümmerst du dich bitte darum? Au. So machen wir das nicht. That's not how you do it. Genau, lass dich so plumpsen. Ja, 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 ja. Na, so macht man es besser nicht. Gut, Fahrball ist drauf. 10 Minuten habe ich noch. Ist eigentlich Zeit genug für Karte verlassen und Megatrank schlürfen. Obwohl, das Lager ist direkt nebenan. Ah, 9 Minuten. Leute! Ich will das nicht nochmal machen. Ich will das definitiv nicht nochmal machen. Komm schon, Niggerchen. So. Noch 9 Minuten. Yay. Ich bin sowas von am Usch. Und hier und im Hintergrund hört man schön die Eisberge zusammenklatschen. Da. Eis. Viel Eis. Kalt. Ich will nicht in diesem Wasser schwimmen. Wäre lustig, wenn es hier ein Dingenskirchen Königsludrov oder Lagiacrus geben würde. Ein Eislagiacrus. Das wäre interessant. Naja, was soll's. Wir kümmern uns jetzt erstmal um diesen Barioten. Wenn es wirklich auf die Nerven geht. Natürlich. Yes! Noch ein paar Mal getroffen, sehr schön. Aua! Sagt dir mal jemand, dass damit aufhören soll. Oh, nee, 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 nee. Das war so klar, das war so klar, das war so klar. Nein! Alter, Glück! Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, 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 weg. Ich muss weg, ich muss weg. Alter Schwede. Also so wird das nichts. Letztes Heißgetränk. Komm schon. 7 Minuten. Och man. Keine Zeit kommen. Noch der Trank. Dann kann ich hier los. Und dann kann ich ihn hoffentlich umklatschen. Wenn er mich jetzt nicht direkt anspringt.
Nein! Ich will den endlich wieder treffen. Also richtig treffen. Ich hab doch keine Zeit. 6 Minuten. Ernsthaft. Da habe ich letzten Part noch gesagt, von der Zeit her ist es kein Problem, oder was, diesen Part? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und dann sowas. Ach Mann. Nee, nicht gut. Aua. Aua. Aua, aua, nicht hauen. Aua, aua, nicht hauen. Megatank. Ich müsste eigentlich noch einen Wetzstein nehmen, aber nö, keine Zeit. Nein, warum lädt er nach? Ich habe keine Zeit dafür. Jetzt muss ich mir Zeit nehmen. Komm schon. Und fliegst du. Das ist weit von mehr als genug verletzt. Oh komm, 5 Minuten. Nein. Ich will nicht. Komm schon, Elvis, das schaffst du. Ich glaube an dich. Komm her. Eins. Zwei. Yes! Ja! Da. Geschafft! Ja, endlich! Hab dich voll kaputt gemacht! Moment, ich leg mich neben dich. Oh, ist er nicht süß? Oh, wie süß, wie süß, wie süß. Er schläft da einfach, der kleine Bariot. Und Chacha, hör mal auf zu reden. Alter, ich knuddel hier gerade mit meinem Bariot. Lass mich in Ruhe. Alle. Oh, mein süßer kleiner. Oh, ich mag dich so. So sehr. Genießt du deine Streicheleinheiten? Na gut, dann halt nicht. Dieses Gefühl, das ich gerade habe, das ist unbeschreiblich. Frostscherbe, unglaublich. Frostbeutel, unglaublich. Jetzt wäre es noch, dass da jetzt ein Drachenhammer rauskommt. Das wäre wirklich der Oberhammer. Stachel und erweiterte Rüstkugel. Ganz schön. Nee. Na! Verdammt. Wäre auch zu schön gewesen. Schlaf plus 10, ewige Kraft minus 10. Na gut, nehmen wir mit. Rucksack plus 5, ewige Kraft minus 10. Nee, Donnerabwehr plus 3, Drachenabwehr plus 9. Kann man mitnehmen, aber ich glaube, wir haben sowieso schon was Besseres. Ja gut, den Rest kann man nicht gebrauchen. Warum bist du kein rostiger Hammer? Ja, Mann. Da habe ich einmal Glück und bekomme einen Hammer und dann sowas. Toll. Leute. Wir haben es geschafft. Es fehlt nur noch eine einzige Mission. Ah, ich freue mich so. Das ist unglaublich, dieses Gefühl. Das ist einfach unbeschreiblich. Ah, seht es euch an. Eine einzige letzte Mission, die uns von den 100% trennt. Ah, wie schön. Nein, ich will nicht mit dir reden. Du hast nichts gelootet, also sprich mich nicht an, Chacha. Sehe es ruhig, Reise könnte problemlos verlaufen, Babylub und so weiter und so fort. Monsterfluid kann ich gebrauchen. Schwarze Perle, Belgazid-Erz, schwarze Perle, Stein. Ja, brauche ich alles nicht. Toll. Außer dem Monsterfluid. Und zwar für die rostigen Scherben, Waffen, Dingenskirchen, alles. Dieser ist ruhig, problemlos. Dunkle Gewässer, dann mach mal. Und du auch.
So. Leute, vielen Dank wieder fürs Zusehen. Ja, war dir denn ein bisschen Spaß? Ich denke, ich werde nochmal meine ganzen Fails in einem extra Video zusammenschneiden und, naja, gut. Weiß ich noch nicht. Vielleicht wird das ein extra Part, weil es dann wenigstens lustig wird und nicht lang und das wollte ich auch schon mal länger machen. Einfach so mal Zusammenschnitt. Also gut. Wir haben es geschafft. Da müsste man eigentlich mal kurz was machen. Ja! Wir haben es geschafft. Okay, gut. Genug. Ja, gehört auch nicht mehr alles dazu. Gute Nacht. Dau, 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 dau. Ah, geschafft, geschafft, geschafft.